Hannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 8. November. An die Staatsanwaltschaft. Aktenzeichen. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, sehr geehrte Frau Staatsanwalt. Anliegen, finden Sie bitte ein Schreiben mit heutigem Datum, welches ich an das akademische Personal der 1. TVA KMV Berlin richte. Für die Therapieempfehlung des Herrn R., O., die ich eigentlich abgebe, nämlich Rauwolfia serpentina plus Hyperfolium perforatum, ist die Zeit wohl noch nicht gekommen, beziehungsweise speziell für O. bereits abgelaufen. Ist das Gehirn erst einmal hinreichend geschädigt, helfen diese neuartigen antipsychotischen Medikamente nicht mehr. Aber auch die Empfehlung eines alternativen Therapieregimes, welches möglicherweise die Hirnschäden vermeiden kann, dürfte für die Damen und Herren Mediziner nur schwer verdaulich sein. Kann man doch postmortem bei entsprechend hingerichteten Patienten so schön die Narben im Gehirn herauspräparieren und Rückschlüsse auf die Organisation unserer grauen, in Klammern Synapsen, und weißen, in Klammern Zellkörper, Substanz ziehen. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann. Jetzt das Schreiben an das akademische Personal der Station 10b, Wilhelm Sanderhaus, erste Teilverzugsabteilung KMV Berlin, nachrichtlich Staatsanwaltschaft Berlin. Betrifft Ihr Patient R.O. Sehr geehrte Frau S., sehr geehrter Herr B., austherapiert Herr R. bezüglich Leponex, Wirkstoff Clozapin. Wie schon im Jahr 2010 unter Seroquel, in Klammern Quetiakin, hat Herr R. an den Wirkstoff adaptiert. Eine weitere Steigerung der Dosis würde zu letalen autonomen Nebenwirkungen führen, insbesondere ein paralytischer Ilios steht zu besorgen. Vor diesem Hintergrund bin ich erstaunt, dass Sie weiterhin Herrn Rail in Richtung einer Dosissteigerung bedrängen. Meines Erachtens sollte dem Wunsch des Herrn R. entsprochen werden, nach 4 Jahren einen erneuten Versuch mit Seroquel zu unternehmen. Es besteht einige Aussicht, dass die Adaptation an den Wirkstoff Quetiapin nunmehr zurückgegangen ist und somit eine entsprechende Therapie wieder erfolgreich sein wird. Zwar ist unbekannt, welche agonistische oder antagonistische Wirkung auf welchen Rezeptortyp im Gehirn neben der bekannten Dopaminentladung durch die agonistische Wirkung auf das D2-Autorezeptor die beiden Wirkstoffe unterscheidet. Unterschiedlich sind sie jedenfalls. Nun weiß ich nicht so genau. Bekannt ist der Hirnsubstanzverlust unter Neuroleptika. Ist dieser Substanzverlust mit Spezifizität für Quetzalapin damals bereits so weit fortgeschritten, dass eine Narbenbildung einsetzte und somit mit einer Remission der Adaptation nicht zu rechnen ist, oder ob hinreichend Synapsen nachgewachsen sind in der Zwischenzeit und um unsere Hoffnung Stärke zu verleihen. Für die Zukunft empfehle ich verbindlich ein alterierendes Therapieregime, zum Beispiel 6 Monate Clozapin gefolgt von 6 Monaten Quetiapin bei gleichzeitiger Stimulierung der Regeneration des Gehirns mit zum Beispiel Ginkgo. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann, Sanitätsgefreit.